So, hi Freunde, willkommen zurück auf der Normandy. Und wir müssen... Wohin? Zu James. So. Hey, Shepard. Wie lief's mit dem Rad? Wie immer. Unverbindlich, nicht hilfsbereit. Aber ich wette, Sie sollten trotzdem was für Sie tun, richtig? Ja, wir retten einen turianischen Primarchen von Pelavin. Wird sicher lustig. Ich war noch nie auf der Heimatwelt der Turianer. Gibt's einen Grund, warum Sie hier sind? Ich wollte nur plaudern. Ja, das ist der einzige Grund. Toll. Ich wüsste nicht, was es zu reden gäbe. Meine Dienstakte kennen Sie bereits. Nein, als wir uns kennenlernten, hatte ich keinen Zugriff auf Personalakten. Richtig. Hatte ich vergessen. Und? Ob Sie wohl gleichzeitig tanzen und reden können? Kein Problem, Lieutenant. Machen Sie jetzt den Vorgesetzten, Boss? Hier unten sind wir nur Soldaten, oder nicht? Klar. Nur dieser Soldat wird den Boden mit Ihnen aufwischen, wenn Sie zu weit gehen. Sie klingen wie mein alter Vorgesetzter. Ach ja? Und wer war das? Captain Tony. Er war ein knallharter Mistkerl, aber ein guter Anführer. War? Ist gefallen. Mit dem Großteil meines Trupps. Beim Schutz einer zivilen Kolonie während eines Kollektorenangriffs. Und die Kolonie? Entweder Sie oder unsere Infos über die Kollektoren, mit denen wir sie hätten vernichten können. Ich habe die Infos genommen. Tut mir leid. Schwere Entscheidung. Das Beste war, dass wir die Infos am Ende gar nicht gebraucht haben. Weil sie die Galaxie gerettet haben, indem sie die Heimatwelt der Kollektoren erledigt haben. Das wussten sie nicht. Sie trifft keine Schuldwege. Wer sagt, dass ich mir die Schuld gebe? Ich. Auch noch Seelenklempner? Nein, aber die Aktion auf dem Mars war Leichtsinn. Glück, dass sie noch leben. Sag mal, kriegt da jetzt einer ja mal gleich richtig was auf die Fresse? Und? Und? Ist ihnen dann egal, ob sie leben oder sterben? Oder vielleicht... bin ich einfach nur bereit, alles zu... Vielleicht sind sie das. Aber wenn sie nur halb so gut sind, wie ich glaube, brauchen wir sie lebend. Danke für die Motivation. Jederzeit. Hey, danke für den Tanz, Loco. Keine Spitznamen, Lieutenant, okay? Ihr Chef, Ihre Regeln. Ihr Verlust. Commander. Das ist echt ein schräger Typ. Wir müssen... weg hier. So. Ich schätze mal, wir müssen hier hin. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Persönliches Terminal? Wo müssen wir da hin? Ich habe gar keine neuen Nachrichten da. Nee, okay, dann ist das hier falsch. Dann müssen wir mal schauen, wo wir hin müssen. Dann müssen wir wahrscheinlich hier hin. Nehme ich einfach mal an. So. Von hier jetzt nochmal zu Joker. Was der jetzt zu sagen hat. So, so. Öffne dich, genau. Commander? Ja. Commander?
Okay, der hat nichts zu sagen. Hier hat keiner was zu sagen, anscheinend. Dann schauen wir mal einfach mal weiter. Okay, hier ist nichts. Das ist sehr viel. Was gibt's hier? Auch nichts. Dann schätze ich einfach mal, dass wir... Wo waren wir denn noch nicht? Sonst noch irgendwas? Ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch. Schauen wir einfach mal. Ah, was mache ich denn? Hier. Crew Deck, glaube ich. Da war vielleicht noch irgendwas. Liaras Kabine, da müssen wir... Ich bin mir nicht sicher, ob wir da hin müssen. Nochmal. Also irgendwo müssen wir ja noch hin. Und wo geht's dahin? Hauptgefechtsstand. Da gehen wir jetzt erstmal hin. So. Was kann ich jetzt hier machen? Verstehe ich nicht. Also ich sieht aus, wie man hier nicht sehr viel machen kann. Hier irren wir jetzt genau rum wie in Skyrim. Eigentlich irre nur ich rum. Aber egal. Liara, was ist das alles? Nachdem sie zur Erde aufgebrochen sind, habe ich den Informationsmakler gefunden, der meinen Freund entführt hatte. Es war nicht einfach, aber ich konnte das Netzwerk des Shadow Brokers übernehmen. Führen Sie es von der Normandy aus? Soweit möglich. Das alte Netzwerk ist nicht mehr ganz intakt, aber ich habe Agenten. Sie haben die Informationen über das Proteaner-Lager auf dem Mars beschafft. Im Moment widme ich mich dem proteanischen Gerät. Wir müssen es verstehen, bevor wir es aktivieren. Das hat ja, das alles klingt Zeit logisch. Später. Erst einmal müssen wir das Ding bauen. Warnen Sie mich bitte, bevor Sie den Knopf drücken. Bevor die Reaper kamen, fingen die Leute endlich an zuzuhören. Mit etwas mehr Zeit wäre die Erde vielleicht nicht... Tut mir leid, das ist vielleicht kein gutes Gesprächsthema. Dort unten leben immer noch viele Menschen. Die darf ich nicht vergessen. Werden Sie nicht. Wir warnen seit Jahren vor diesem Krieg. So wie ich Sie kenne, werden Sie sich stolz machen. Hoffen wir es mal. Hallo, Shepard. Wie viel wissen Sie über dieses Proteaner-Artefakt? Sehr wenig. Es ist pures Glück, dass genügend Daten für die Baupläne übrig waren. Für die Entschlüsselung brauchen wir die besten Spezialisten. Ist das so Hightech? Während des Hauptstudiums hätte ich für einen Blick darauf getötet. Wir reden später, Liara. Natürlich. Okay, dann schauen wir jetzt erstmal, was hier noch so Schönes ist. Wieder nichts. Natürlich. Badam. Fragen wir den nochmal. Schön, Sie zu sehen. Oder auch nicht. So, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder aufs Deck. Oder gehen wir nochmal zum Dock. Ja. Commander, kann ich helfen? Wir sehen uns später, Doktor. Ja. Viel Glück, Shepard. Das war jetzt die Information, die wir brauchten. Okay, weiter geht's. Hierhin. Sonst noch irgendwas? Nein. Weitermachen, Alice. Dann war das hier immer noch nicht. Dann schauen wir jetzt mal, wo wir hin müssen. Maschinendeck vielleicht. Ich hätte nur gesagt, wir reden uns später. Techniker. Da waren wir ja überall schon. Deswegen, das ist so ein bisschen strange. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Commander? Nee, der hat auch nichts zu sagen. Aber irgendjemand muss hier irgendwas sagen. So, hier geht's zu Diana. Commander. Die sagt aber auch nichts.
Dann sind wir schon wieder auf der falschen Brücke. Aber Kapitänskabine, da ist doch... Ne, da ist doch nichts. Was will ich denn hier? Dann müssen wir nochmal hier runter. Es ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung ist nichts. Hey, was liegt an? Sie haben eine Mission gegen die Kollektoren erwähnt. Was ist passiert? Das, was ich erzählt habe. Alles ging den Bach runter und ich und ein paar andere haben überlebt. Wenn Sie den Rest der Geschichte hören wollen, müssen Sie mich richtig betrunken machen. Oder... Oder was? Oder nichts. Tut mir leid, Commander, ich will einfach nicht darüber reden. Nächstes Thema? Wir reden später weiter. Natürlich. Okay, der hat... Was kann ich für Sie tun? Sie haben eine Mission gegen die Kollektion... Ja, das haben wir ja gerade eben schon gehört. Das, was ich erzählt habe. Oh Mann. Den Bach runter und ich und ein paar andere haben überlebt. Wenn Sie den Rest der Geschichte hören wollen, müssen Sie mich richtig betrunken machen. Oder... Oder was? Oder was? Oder nichts. Tut mir ja, leid, ja. Ich will einfach nicht darüber reden. Nächstes Thema? Wir reden später weiter. Natürlich. Klar. Ja, jetzt sagt er klar. Ich fühle mich ein bisschen verarscht gerade. Es ist alles in Ordnung. Aber die haben hier irgendwie nichts... Das gibt's doch nicht. Ne, hier müssen wir auf jeden Fall nicht hin. Ich meine, Maschinendeck. Ich raff's irgendwie nicht. Ich schätze mal, dass wir vielleicht auch mal hier irgendwie weitergehen müssen. Oder weitersuchen müssen. Terminal. Eilmeldung Notfall. Nee, kennen wir ja jetzt schon. So. Nichts Besonderes. Ja, super. Dann gehen wir nochmal hier hin. Und fragen die jetzt noch einmal? Sonst noch? Nein. Was? Weitermachen, Alas. Taxikarte. Oh, ich irr hier rum. Und ich glaube, ich schaue einfach nochmal ein Video. Was ist nochmal? Ich schaue einfach mal ein Video. Wo ich hier rauskomme oder wie ich hier weiterkomme oder was? Ach, was zur Hölle. Also, Leute, bis zum nächsten Part. Ciao.